und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Römern, beziehungsweise mit den, ja, wie soll ich sagen, mit den zickenden Römerbund, sage ich mal. Man kann es natürlich um einiges besser sagen, aber ja, wie ihr seht, wir haben schon wieder Senatsabtrünnige und das macht richtig Laune. Wir sind sowieso viel zu spät. Es ist 132 vor Christus und wir hätten 146 schon mit Griechenland fertig sein sollen. Zu diesem Zeitpunkt, wisst ihr ja, ist genau dasselbe passiert wie gerade eben, nur dass wir minus 60 oder so hatten. Und das war halt wirklich ein Genickbruch von uns. Zum Glück ist die Versorgung hier richtig genial und wir konnten uns von dem Genickbruch wieder erholen. Und wie versprochen, wird jetzt hier zweimal eine richtig, also einmal hier eine große Schlacht und einmal da drüben eine große Schlacht. Und das da ist eine extrem wichtige Schlacht. Also wenn ich das verliere, weiß ich nicht, ob ich mich davon noch erhole. Weil, also aus gutem Grund, hier sind zwei Fullstack-Armeen. Hier ist eine Flotte. Wenn ich mit meinen Legionen jetzt wieder zurückkehre, was ich dann muss, wenn diese Legion, wenn ich diesen Kampf verliere, dann habe ich hier eine Flotte und hier eine gegnerische Flotte. Und ja, das heißt, mit denen müsste ich eigentlich hier rumgehen. Hier ist übrigens auch schon wieder ein, oder schon wieder, also hier ist jetzt auch ein Angreifer, was, also da muss ich mir jetzt nicht so Sorgen machen, weil, ach, die haben schon ziemlich viel verloren, ja, super. Wieso haben die schon so viel verloren? Das war eine Runde und die haben schon alle 40 oder so verloren. Naja, okay. Auf jeden Fall habe ich da Balliste und so weiter, also da kann ich noch ein bisschen warten. Ja, dann würde ich dann mal sagen, schauen wir, wer der sagt aber, dass ich ziemlich wenig Chancen habe, aber warum? Der hat mehr Adler, nee, der hat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe mehr Kavallerie als er. 3. Aber sonst mache ich eigentlich die. Ach so. Ja klar, das ist der mit dem. Schon mit der Erfahrung. Ja, ist ja super. Aber ich sag euch, er hat keine Chance gegen mich, weil ich nicht verlieren darf. Super. Echt, der sagt es. Also, ich hätte nicht gedacht, dass so ein paar Wimpel so viel ausmachen. Also, ich hatte ja, keine Ahnung, 30, 40, nee, 30% maximal Chance. So. Ja, dann starten wir mal. Ich hab jetzt gerade gar nicht auf die. Auf die Frames geachtet. Ich hoffe, das war in Ordnung. Gut, Adlerkohorte ist hier. Die kommen natürlich in die Mitte. Das ist das Privileg. Ups. Ja, ja, okay. Das ist das Privileg der Adlerkohorte, dass sie zuerst in die Schlacht geht. Ach, ich habe nur Adlerkohorten. Na ja, okay. Da habe ich das nicht sehr traditionell gemacht. Ich mache eine starke rechte Flanke, weil der hier auch mehr Einheiten hat. So, hier mache ich zwei hin. Hier mache ich drei hin.
Die bleiben so. Der General ist natürlich auch ein neu Newbie. Und jetzt werde ich mal hier hin marschieren. Ja, aber bitte langsam. Wir spulen vor. Der hat eigentlich das relativ gleich wie ich aufgestellt, nur dass er seine Front nicht geschlossen hat. Das macht er dann am Schluss. Hat ein bisschen laufen. Warte. Ich mache das einfach so. Warte. So wollte ich es machen. Keine Ahnung, warum der das jetzt nicht gemacht hat, aber egal. So. Der hat auch die an die Flanke getan, was sehr interessant ist. Das machen die eigentlich nicht häufig. Das machen die nicht häufig. Prätorianer. Auxiliar. Okay. Dann werden wir mal schauen, was die Prätorianer gegen die Auxiliar anrichten. Weil die Auxiliar sind ja. Ja, es sind ja Silberwimpel bei denen. Ja, cool, der hat kein. Oh, okay. Ich habe gerade die Reiterei oder die Reiter nicht gesehen, deswegen. Haha. So. Der bewegt sich immer noch nicht. Krass. Dann gehe ich mal. Die sehen schon echt cool aus. Aha, okay, jetzt machen die schon eine Formation. Kommt ein bisschen vor, könnt ihr schauen. Ihr könnt auch ein bisschen vor. Wollt ihr noch nicht schießen? Ihr könnt doch schon schießen. So, jetzt könnt ihr schießen. So, jetzt mal schön außenrum. Das ist extrem dämlich von ihm. Okay, jetzt mache ich hier mal. Bisschen müde. Das ist nicht ganz so gut. Super. So, hier schön. Oh, gepanzerte. So, das sieht gar nicht so schlecht aus gerade. Wobei der da müssen.
Männer wanken. Noch mal ein bisschen zurück. Oh, hä? Wieso wanken die jetzt alle? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, das ist nicht ganz so geil. Alter, echt jetzt? Die wanken jetzt plötzlich alle. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Unser General wird angegriffen. Wieder zurück. Ich sagte, du gehst raus. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Oh ne, jetzt verliere ich das auch noch, oder? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wieso sind seine so viel krasser? Das ist echt heftig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist ein bisschen seltsam. Oh mein, okay. Mutige Römer, bis zum letzten Mann. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ach, warum? Hä? Ich check's gerade wirklich null. Ich versteh's null. Ist halt echt nicht. Hä? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Der hat noch so viel. Warum? Cool. Jetzt wird es nochmal schwer. Ohne Spann, ich verstehe es wirklich nicht, warum der jetzt so haushoch gewonnen hat. Das macht meiner Ansicht nicht sehr viel Sinn, aber meine Güte, was weiß ich denn schon? Ja, warte,
Extra Charge. So, komm, die schafft ihr noch. Ja, die schaffen wir noch. Es ist immer noch, also es ist... Warte, gibt es hier noch jemand? Die sind halt... Also keiner von denen ist wirklich heftig angeschlagen. Schau mal, der hat noch fast volle Mann. Was? Wir haben keinen bekommen hier. Ja, jetzt hat 33, okay. Den bekommen wir jetzt auch noch. Oder auch nicht. So, nochmal raus. Ich verstehe es aber echt nicht, warum. Also, wenn ich knapp verloren hätte, meine. Ja, okay, aber. So heftig. Das war ja schon ein bisschen. Okay, ja, er hatte den besseren General, das stimmt. So, jetzt an die Seite noch. So, jetzt bleibe ich drin. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh Gott. Schau mal, der hat noch eigentlich überall richtig viele. Aber ich glaube, mein General hat überlädt. Verluste. Der hat nur 1000 verloren. Der hat nur die Hälfte verloren. Aber warum? Also vor allen Dingen, seine Fernkämpfer waren ja sehr schnell weg. Aber sein Achso, das gehört ja gar nicht mehr mir. Okay. So. Ah, ich habe keinen General mehr. So. Gut, dann. Ja. Wollen wir hoffen, dass diese Schlacht besser läuft. Die können wir sogar automatisch machen. Aber ich mache sie auch so. Also. Ich spiele sie auch. Weil. Ja. Ich will jetzt gewinnen. Hä, hey, wieso habe ich... Okay, das ist eine komische Armee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Adlerkohorten, eine gepanzerte und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kavallerie. Okay, interessant. So. Okay, ich komme von hier. Ach so, ah ja, okay. Jetzt weiß ich, was da los ist. Weil Adlerkohorten sind nur schwere Nahkampfinfanterie und keine sehr schwere. Und die Legionärskohorte sind sehr schwer. Okay. Ich wollte sie halt wegen. Authentisch und so.
So, der bekommt 3 Legionärskohorten hinter sich. Die kommen hier hin. So, hinterrücks. Und dann tue ich noch eine Dreier hier hin. Die da kommen dahin. Die Kavallerieeinheit soll verhindern, dass er irgendeinen Schmarrn macht. Oh, okay, der Bunker hat sich also nicht ein, okay. Ey, ich hab. Ja, wenn ich es langsam mache, dann geht's okay. Ja, warte, der kommt mit dahin. Aber mutig von ihm, dass er rauskommt. Ah, der Mob ist ja egal. Na, da ist eine Pikiniere. Pretorianer, komm hier. Wo bist du? Da bist du. Okay, raus da, raus da, raus da. Okay, das ist gut hier. Oh nein, ihr geht da. So. Da sind die Pikiniere. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nahkampftruppen! Kavallerie! Boden! Ihr seid zu dritt, meine Güte. Alle auf die Pikiniere, bitte. Ah, verdammt. Okay, jetzt muss ich halt die.
die ausspielen. So mache ich. Okay, das passt schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut, die beiden haben keine Muni mehr. Alter, die sind ja schon wieder hier drinnen. Gemacht. Ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dahin. Der greift an. Und der greift jetzt auch an. So, die sind schon weg. Das ist super. Sehr schön. Und so kann man halt der Pikiniere schön ausspielen. Das Problem ist halt, wenn er halt so einen Plop, so ein mächtiger Plop von Pikinieren ist. Diese Armee hätte mich abwehren können, wenn sie sich eingebunkert hätte. Beziehungsweise, ich weiß nicht hundertprozentig, ob sie mich wirklich hätte ablocken können. Aber auf jeden Fall hätte sie mir sehr, sehr große Schwierigkeiten bereiten können. So, warte, die beiden brauchen noch ein bisschen Erfahrung. Wo ist jetzt der? Hä? Los, los, los. Macht schon. Ja, das geht mal hier hin. So. Ja. Das war nochmal ein wichtiger Sieg. Die Frage ist jetzt, was mit Rom los ist. Oh, hallo. Zu erwarten, bis ein General tot ist. Ne? Die sind halt so unglaublich, unglaublich. Der feindliche General. So, jetzt halt.
Also die halten halt so unglaublich viel aus. Da ist ein fetter Plop um den herum und trotzdem. Ja. Also ja, der hat die wirklich nicht gut eingesetzt. Die habe ich die konnte ich halt sehr, sehr früh wegschießen. Und ja, der hat sich aufgeteilt. Ich zwar auch, aber ja. Ich hatte dann nicht so das Problem wie ihr. Super. Wir holen das uns. Das machen wir weg. Öffentliche Ordnung brauchen wir nicht. Das machen wir auch weg. So, super. Das ist sehr gut. Der da wird jetzt höchstwahrscheinlich sterben. Ja. Jetzt muss ich mit der da. Weil hier ist es ja gerade nicht gefährdet alles. Das heißt, ich töte den. Verwundet ist besser. Und stapfe mit der nach Hause. So. Gut. Und dann muss ich die nächsten Runden wieder das da erobern. Ich darf eigentlich wirklich nicht hier weg. Hier brauche ich immer eine verdammte Legion. Das ist halt so dämlich immer. Okay, wir haben schon überzogen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, nächste Runde. Ja, das ist wieder ein feindlicher. Aber der da bekommt was. Nee, uiuiui. Ich hoffe, nächste Runde wird ein bisschen besser. Und wir haben halt, ja. Warte mal, kann ich hier noch? Nee, warte, den brauche ich nicht. Kavallerie brauche ich eigentlich schon. So. Blöd, wenn dein Feind mehr als genug Kohle hat. Du Idiot. So, gut. Ja, hoffentlich greifen die auch den Abtrünnigen an, aber ich wette nicht. Naja. Es wird immer weiter verzögert. Das ist halt so übertrieben nervig. Diese blöde Politik hier. So. Ah, die nervt. Gut. Jetzt aber. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis dann. Ciao. Sega.